Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute der Blog zum großen Stör umziehen. Was sind die größten Störe, Micha? 1,60 Meter bis 1,80 Meter. Also doch keine 2 Meter. Gerade vorher hast du noch gesagt 2 Meter. Wobei der ist nicht klein, den Sascha da gerade hatte. Warte mal ab, bis er an Land liegt. Ja, und 20 Stück sollen es sein. Also, ja. So, also ich bin jetzt wirklich gespannt. Das ist meine erste Ikeage dieses Jahr. Wobei sie untypisch ist, normalerweise geht es mit Koi los. Und ich kann jedem nur empfehlen, das was Sascha da macht, sieht zwar hübsch aus, aber an Stören können sie sich fürchterlich verletzen. Die haben seitlich, haben die regelrecht zu Stacheln. Und was ich mir da, als ich früher bei Köllitz so gearbeitet habe, die Hände aufgeschnitten habe, das können sie sich nicht vorstellen. So, jetzt haben wir Stören Nummer 1. Und das sieht zumindest mal mehr als wohl genährt aus. Der erste Teichbewohner. Geht es oder bleibt der Hänger im Netz? Er bleibt im Netz. Aber warte. Das ist ähnlich wie unser Schlauchkescher. Ein nach hinten offener Kescher. Da schwimmt er jetzt. Der Gutste. Aber wahrscheinlich, das war jetzt einer der kleineren, Micha. So. Der Tätowierte vor mir ist Marcel, den kennen Sie ja. Nee, weil die schwimmen nicht da rein. Ja, ja, ja. Nimm dir mal die Bahre mit runter. Achtung. Sascha, gab es deine Mütze einer schönen Farbe? Ich wusste gar nicht, auf was Nike über als Logo drauf macht. Das ist das stimmt ja. Nein, probier mal, weil das ist schwer rauszulassen. Auf dem Kescher. Weißt du, gehst auseinander und er schiebt ihn rein und dann kann er anheben. Oder umgekehrt. Ja? Also, das ist jetzt eine spezielle Trage für Stör. Von Genesis entwickelt? Von Genesis entwickelt, von einer richtigen Firma gebaut. So, jetzt nimm dir einfach mal ein und schieb ihn da rein. Also ich habe mal sowas von einer Störzucht gesehen, die hatten so ein 4 Meter langes Teil, ein Elterntier. Und die haben das genauso gemacht, nur dass man das nicht mehr tragen konnte, sondern dass man das mit dem Autokran rausgehoben hat. Das waren irgendwelche Baumwolltücher. Ja, funktioniert sehr gut, wie man sieht. Wer hat es entwickelt, Micha? Jetzt pass auf. Ach du Scheiße! Der hat doch. Ach! Eieieiei! Und das ist das, was ich sag, dass die Störe so sieht wohl. So sieht ein wohlgenährter Stör aus. Ja, das ist so ein Dinosaurier. Jetzt zusammen machen. Alle lassen ein bisschen auseinander weiter. Mach zusammen. So, jetzt. Boah. Geh weg, geh weg. Um die Kamera, wenn es nicht geht. Was hat er jetzt gewogen? 100 Kilo? Ich merke das eh nicht so wie andere, weißt du? Marcel meinte, er merkt das Gewicht nicht so wie andere. Blöder Angeber, ey. Das reicht doch nicht für das Riesenviech. Das müssen mindestens 1,2 Tonnen gewesen sein. Also das war der breiteste Stör, den ich bislang hier in
Europa gesehen habe. Die Frage, wie lang war er? Der war nicht so lang, 1,50 bis 1,70 schätze ich. Ja. Also Micha wollte, er hat kein Mikrofon dran, Micha wollte wissen, wie lang der war. War das jetzt der größte? Ja, geht, aber geht gut, ne? Boah. Weißt du, was das für eine Art war? Also ich beende hier mit dem Blog. Ich frage nach der Art und Sascha sagt Stör. Güldenstädti war das, glaube ich. Güldenstädti? So, der nächste. So, wir machen den schön auf. Da kann man sehen. Nee, machen wir nicht. Der steht, der liegt ganz vorne. Oh, ja, ja, ja. Wir gehen. Den kenne ich, das ist Long Nose Moses. Jetzt hast du das Hören mit dem Block. So. Stefan hat gerade fast schon eine mitgekriegt. Wir sind hier in der Nähe von Dortmund und Stefan hier ist VfB-Fan und der Marcel meinte gerade, es war ein Dortmunder Stör, der hätte dem VfBler fast in die Nase gebissen. Das kann natürlich schon sein. Ich habe etwas Wasser auf dem Objektiv. So, jetzt hat man die richtige Technik gefunden. Ja, denn? Ja, Kinder hochhalten, aber die kleine Fische. Ja, wir werden auf jeden Fall auch nochmal da sein, wenn hier der Teich gebaut wird. Micha sagte, das ist jetzt gleich im Anschluss. Also schon erstaunlich, wie schnell mit der Genesis-Teichbaumethode die Teiche erstellt werden können. Wie viele Arbeitstage waren das jetzt, Micha, hier? Sieben? Heute ist Arbeitstag Nummer 8. Also heute ist der 8. Tag. Und da ist das alles zum Stehen gekommen. Hier unten schwimmen die ersten. Da unten. Also das ist wirklich ein brachiales Teil. 40 cm breit und bei 1,70 m reicht gar nicht. Hast du einen Meterstab da? Hast du einen Meterstab da? Auf dem Tisch? So, jetzt holen wir mal einen Meterstab und dann messen wir, wenn der schon so schön ruhig hält. Da freut sich sicher auch der Besitzer. Bleib mal weg, Stefan, nicht, dass wenn du hinschwimmst, haut er wahrscheinlich ab. Kannst du mal kurz die Kamera halten und mir hinter mir herlatschen? Einfach nichts machen. Genau, solange das rote Licht leuchtet, brennt. Haut er nicht ab? Ich weiß nicht, der haut halt ab wahrscheinlich. Kannst du mal hinten gucken, wie weit es geht? Also ich bin jetzt vorne am Maul. Und jetzt schau mal hinten an der Schwanzflosse. Ein Stück weiter vor zu dir noch. Also du hast 40 weniger jetzt. 40 weniger. Also 1,60. Wahnsinn. Also wie ich geschätzt habe, aber die Länge alleine ist es nicht bei ihm, sondern es ist einfach, Dankeschön, einfach ein brutaler. Einfach ein brutaler Körperbau.
1,60 Meter, Micha. Nein, mein Mann sagte, die Folgen sind hier, weil die sind nicht so gut wie die anderen. Ja, komm mal her. Bleiben wir oder? Nein, wollte mein Mann da auch. Micha, Stößen 1,60 Meter, der Große. Ja, Wasser verzeichnet ein bisschen, wahrscheinlich doch 1,80 Meter. Oh, lieber Fisch. So, jetzt gucken wir uns den noch an und dann schauen wir mal nachher, wenn alle rübergeschwommen, wenn alle rübergetragen wurden. Schauen wir uns das Spektakel dann nachher nochmal an. Ja, die meisten Störer sind jetzt umgezogen, hier in der Mitte. Das spiegelt aber wie Teufel nochmal dieses U-Boot. Er ist jetzt 16 Jahre alt, kam als 10-Jähriger hierher, war 30 cm kleiner. Und also ich schätze das Gewicht auf über 50 Kilo. Das ist schon ein richtig großes Teil. So, noch einer. Auch was Großes. Ja, auch mal was anderes. Ein Genesis-Teich, der ausschließlich zur Haltung von Störern genutzt wird. Und der Koi-Teich soll dann da drüben, wie ich das jetzt mitbekommen habe, zum Stehen kommen. Und dann noch ein weiterer Teich auf dem Grundstück. Also, jetzt haben wir das auch mal gesehen, wie große Störe umgesetzt werden. Da drüben geht es immer schwerer, weil immer weniger Störe drin sind, bis man dann mal einen hat. Aber die Strategie ist gut, funktioniert sehr gut. Der FC Pforzheim muss diese Woche ohne Sanitäter und Bare auskommen. Ab nächste Woche geht es dann wieder weiter. Hier ist auch noch. Ja, städtische Krankenhaus hat Urlaub. Genau. Die haben alle Patienten entlassen. Genauso macht man es nicht, Sascha. I love you. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ist das der erste Genesis-Störteich, den ihr gebaut habt? Ja, ja. Oh, wow, wow, wow. Das war gut, dass wir da noch gewartet haben. Du hattest eine Störzuchtanlage? Ja. Du hattest auch schon alles, was man nicht braucht, oder? Außer Geld hatte ich schon alles. Ja, Micha sagt, außer Geld hatte er schon alles. Das lassen wir jetzt auch mal so stehen. Und bedanken uns, dass wir hier filmen durften, Micha. Und dein Team ist wie immer fleißig und eifrig. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Und wenn Sie auch einen Störteich wollen, dann wissen Sie jetzt, an wen Sie sich wenden können. Machen Sie es gut und danke für Ihr Interesse.